Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Mingers. Mein Name ist Markus Mingers. Wir sind gerade hier in Kuala Lumpur, in Little India. Es ist unglaublich hier. Unser Geist sagte auch gerade Little India, hier riecht es, hier schmeckt es, hier sieht es aus wie in Indien. Es ist unglaublich hier. Wir gingen hier gerade an so einer Garküche vorbei. Sah eher aus wie so eine hinduistische Zeremonie. Wahnsinnsland hier, Malaysia, vor allem Kuala Lumpur, ist extrem beeindruckend. Hier auch das Rechtssystem ist wahnsinnig spannend. Natürlich basierend auf dem sogenannten Common Law, also aus Kolonialzeiten, sehr britisch und indisch geprägt. Das Strafgesetzbuch ist wohl aus Indien übernommen worden. Und ansonsten hat man hier ein duales Rechtssystem, denn für die Moslems gilt hier noch die Scharia. Alle Nicht-Moslems sind hier dem normalen Gesetz unterworfen. Und ansonsten schwört man hier laut dem Guide wohl auf eine sehr freie Gerichtsbarkeit, also eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Ob das auch immer so ist, weiß ich nicht so genau. Jedenfalls, wie üblich in Südostasien, gibt es hier neben den normalen Strafen, die wir so kennen, also so Bußgeldern, Geldstrafen und natürlich Haftstrafen, auch die sogenannten Körperstrafen. Stockhiebe, Peitschenhiebe für gewisse Delikte sind hier noch üblich und die werden hier wohl auch noch öffentlich dann vollzogen auf einem Platz, damit eben die Abschreckungswirkung noch extrem groß ist. Ich bin letztens von Ahmed aus Köln gefragt worden, worauf soll er denn bei einer Polizeikontrolle genau achten, wie viel muss er sagen? Das ist ein Thema, das werde ich immer wieder gefragt. Achtung Polizeikontrolle. Ich sage immer zu meinen Mandanten, grundsätzlich Klappe halten. Das heißt, man ist lediglich dazu verpflichtet, seine Personalien anzugeben. Man ist auch nicht dazu verpflichtet, immer den Personalausweis mitzuführen. Man muss halt nur sagen, wie man heißt und wo man wohnt. Es kann natürlich sein, wenn man keinen Personalausweis dabei hat, dass man dann zur Personenfeststellung mit auf die Wache genommen wird. Also wenn man den Perso dabei hat, auf jeden Fall abgeben. Wenn man im Auto angehalten wird, auch hier nicht groß weiter drauf eingehen. Es gibt viele nette Polizisten, viele, die sich natürlich auch an die Vorgaben halten. Aber ich selbst persönlich und auch für viele Mandanten habe schon erlebt, dass durch Suggestivfragen hier den Leuten was in den Mund gelegt werden soll. Da wird dann gesagt, dass man doch genau gesehen habe, dass man mit dem Handy telefoniert habe. Und wenn man dann nachher nachfragt, ist die Polizei hinter einem gefahren und konnte das gar nicht so genau sehen und das waren Vorahnungen. Also hier, wenn die Polizei einen anhält, ist man nicht dazu verpflichtet, an seiner eigenen Bestrafung teilzunehmen und die zu fördern. Das so als kleine Faustformel von heute. Ihr merkt, ich bin hier extrem abgelenkt. Der Verkehr ist hier absoluter Wahnsinn. Man kann hier kaum mal durchatmen, weil die Autos fahren hier in mehreren Reihen, in mehreren Schlangen. Wir sehen uns bald wieder. Auf dann!